Was zum... Er ist das. Das schlägt da jemand in den Boden, oder nicht? Aber ich würde ganz gerne den Pfad hier nochmal eben untersuchen. Wie wir gesehen haben. So, damit können wir hier hoch. Oh, da ist auch wieder was. Echte Geldbeutel? Was macht ihr da? Keine Ahnung. Kloppt da irgendwo dran rum, auf jeden Fall. So viel steht fest. Da können wir auch wieder an den Baum ran. Und da gibt es auch wieder Sachen zu finden. Das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt Konfekt. Okay. Oh. Das sind sogar ein paar mehr. Eisenschrott. Oh Gott. Das eingesammelt und man hat plötzlich alle... Okay, waren das alle? Offensichtlich. Ja. Alle Geckos. Sogar ein paar mehr gewesen, weil ich dachte, das wäre einer. Was? Alter. Das ist ja auch noch nie passiert. Dass er einfach mal runterrutscht. So. Da mal wieder rüber. Glaube, da gehe ich mal rüber. Ich ganz gerne mal hier hinter gucken. Und vor allem das da würde ich jetzt untersuchen wollen. So. Warum kann man hier rüber? Was ist hier los? Ist einfach nur eine Zuflucht? Also wir gucken natürlich mal eben hier kurz um die Klippe herum. Aber das scheint irgendwie nicht zu nützen. Also hier tatsächlich wirklich nicht mehr. Okay, dann hier wieder ran. Dort rüber. Und dann können wir hier wieder hoch. So. Darüber. Machen wir hier. Ach nee, Quatsch, da brauchen wir gar nicht rein. Wir gehen hier wieder die Seite hoch. So. Dort einmal hinauf. Dann können wir den, glaube ich, von hier aus direkt erlegen, oder? Sieht zumindest so aus. Ich weiß immer noch nicht, warum der von hier. Hi. Ist aufmerksam auf mich geworden. Oh! Shit! Ich visiere dich mal eben ab und dann renne ich mal kurz weg. Tschüss. Du. Okay. Du bist jetzt wo genau? Da unter mir, okay. Okay. Das war also der Trick, was?
Du wartest, bis man da runterkommt. Und deinen Kollegen kaputt macht. Und dann greifst du an, oder was? Voll die Opfergabe, ey. Aber nicht sehr nett von euch. Untereinander. Brüderlichkeit und so weiter und so fort. Nie gelernt, ne? Okay. Sieht im Moment alles clear hier aus. Oh. Auch nicht. So. Ach, was Konfekt. So, jetzt können wir da wieder rüber jumpen. Gut, ich wollte gerade sagen, der greift jetzt nicht. Greift er da vorne? Oder sollten wir es nicht riskieren? Wir riskieren es! Jawohl. So. Da hätte ich aber Muffe gehabt, dass man da irgendwie hätte runterfallen können oder sowas. Das wäre nicht so geil. Okay, da mal eben hin. Hier scheint nichts zu sein. Vorne geht's weiter. Stehen schon wieder die nächsten Wachen. Wie sieht's hier oben aus? Und voll Asche. Und Eisenschrott wieder. Das da vorne sieht auch irgendwie wieder so ziemlich tödlich aus. Warum ist da eine Brücke mit so viel leerem Feld? Was wird uns erwarten, wenn wir dort angelangen? Ich würde da ganz gerne mal hoch. So. Na? kommen wir da irgendwie von der anderen Seite aus ran? Nö. Aha. Wer sich bemüht. So. Die Jungs können wir uns zwar umgucken, aber sehen auch nicht viel mehr. Also. Auch nicht viel gebracht. Da ist das nächste Tor. Wie auch immer, Gebäude. Eins größer als das andere. Da geht's einfach nur in den sicheren Tod. So. Ah, die kann man wieder belauschen. Ding? Ah, da Okay. Ihr habt also scheinbar wieder irgendeine Ausgeburt der Hölle als Geheimwaffe da. Das ist der mit dem Speer. Der mit dem Speer ist der Schlimmere, finde ich. Also, tschüss Speer. Was? Was? So. Ihr seid schon mal hin. Macht euch nichts draus. Hätte jedem passieren können. Keramiksplitter will ich mal wegnehmen, sondern lieber die Heimkehrfigur. Weil unser Problem ist, wir haben keine Kügelchen mehr. Nichts mehr zum Heilen. Wir können noch einmal auferstehen. Können wir uns nicht festhalten. Was ist hier wieder hinter der Tür? Aschinaburg. Passiert doch wieder was. Keine Wachen auf den Türmen. Das erscheint mir falsch. Jetzt? Ich
Hier keine Wachen auf den Türmen. Leute sehen mich hier auch nicht. Was? Ach du Heiliges! Och! Du liebes bisschen! Du Scheiße! Gott, ey! Ich will hier weg! Boah! Hilfe! Eieieiei! Was zum Henker bist du? Wie macht man denn das Vieh fertig? Boah! Ist das euer Ernst? Das reißt hier einfach mal alles ab! Du Scheiße, ey! Gott! Darf ich jetzt mal eben hier weg? Oh nein, darf ich nicht! Junge! Ich will nur weg! Eieieiei! Oh Gott! Renn! Ja! Mir scheißegal wohin! Schneller! Fuck! Nein! Ihr habt denn nicht zum Heilen? Das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Komme ich denn jetzt hier weg? Boah. Ist der gut? Ja, genau. Alter. Das hätte man sich doch denken können, dass wieder so ein Mist passiert. Oh Gott. Alter, ey. Übel. Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam ich nicht mehr weg, ey. Ein Stier mit Feuerhörnern. Seid ihr bescheuert oder was? Was ist denn mit euch verkehrt? Okay, wir reisen einmal wieder zurück zum Maroden Tempel, ey. Junge, die. Gott, oh Gott. So, haben wir noch einen Sahn? Okami-dono. Wir haben keinen. Okay, hatten wir nicht noch was für ihn? Mechanischen Lauf, ja. Karakuri-zutsu. Shinobi-gishu no shin to naru shikake yo. Dore? Shikonde yaro. Kono shikake de nani ga dekiru? Shin to naru kono shikake ga areba. Tsugusuri to kumiyawase. Omae-san no shinobi-gishu no kiba o さらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ?からくり筒と共に使う。鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。ポテーズモデル verbessern. Prothesenmodul verbessern. Gib im Prothesenmodul Verbesserungsmaterialien und Zen aus, um verbesserte Versionen von Prothesenmodulen herzustellen. Du musst das Grundmodul besitzen und alle Voraussetzungen erfüllen. Du kannst die älteren Versionen nach der Verbesserung weiter benutzen. Okay. Das hier wäre jetzt ein wirbelnder Wurfstern. Preis 400. Federgeladen Axt. Okay. Was ist das? Also die kann ich jetzt schon machen, oder was?
Ein verbesserter Wurfstern, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht Geisterblende. Ein verbessertes Feuerwerk mit Sprungfeder verbraucht Geißembleme. Okay. So. Das geht noch nicht. Ja. Drehkraft aufladen, okay. Okay. Interessant. Ist sehr interessant. Okay, wissen wir da auf jeden Fall schon mal mehr, ne? Geladene Wurfstände, alles klar. Dafür benötigt man also die Sachen. Okay, wenn wir so etwas finden, sollen wir ihn bringen. Das ist gar kein Problem, das werden wir natürlich gerne machen. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir hatten hier ja noch den Hauptsaal. Und beim Hauptsaal war ja hier Yuzo, der Trinker. Den könnten wir jetzt vielleicht auch schaffen, aufgrund der Feuersachen. Das mit der Axt ist auf jeden Fall wichtig. Die Ninja-Sterne sind eigentlich auch wichtig. Ha. Nehmen wir da denn die Knaller oder? Oder Feuer. Naja, der besäuft sich die ganze Zeit. Keine Ahnung, ob der dabei auch rumkleckert. Also Alkohol sich auch noch entsprechend entzündet oder so. Da wäre Feuer auszuprobieren dann nicht schlecht. Wir können ja erstmal eben hinreisen. Und uns mal überlegen, wie wir Yuzo da fertig machen. Yuzo der Huso. Mal eben kurz schauen. Das Schöne ist, wir können diese Sachen hier jederzeit wechseln. Was auch nicht schlecht ist. Feuer oder Shinobi-Feuerwerk. Dann müssten wir gegebenenfalls ganz schnell hier rein und einfach beides auswählen. So, Flammrohr und... Weil die Axt brauchen wir ja auch. Die Axt brauchen wir für die Schildtypen. Was haben wir denn noch so zur Verstärkung? Hier hätten wir noch eine Handvoll Asche. Könnten wir in die Fresse werfen. Fernrohr brauchen wir auch nicht unbedingt hier jetzt mit dabei. Sondern Gegenmittelbrühe. Um Gift zu heilen. Erhöht Giftwiderstand. Kontaktmedizin. Anomalie aus. Okay. Löschpuder. Das wäre für Verbrennung. Was ist das hier noch? Erhöht kurz Schaden an der Haltung und Vitalität. Okay. Drei haben wir im Besitz. Okay. Reduziert Schadenerhaltung. Lautlos und unsichtbar. Jetzt zeigt mir Münzen. Größere Chance, Objekte zu erhalten. Dann wäre, glaube ich. Wäre, glaube ich, Akkus Konfekt das Bessere. Das Beste, was wir irgendwie bei ihm einsetzen könnten. Dann nehmen wir das einfach mal eben so mit. Hier haben wir die Feuerbuff-Flasche. Ob wir die jetzt wirklich brauchen, das weiß ich gerade nicht.
Aber ist ja auch egal. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach so. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Secure. Ciao.